Es ist Pause angesagt an den Märkten. In Amerika ist Feiertag und zwar der Columbus Day. Und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, die Börse ist nicht zu. Aber Feiertag ist eben ein Tag der Ruhe. Und so wird manch ein Marktteilnehmer sowohl von der institutionellen Seite, allerdings auch von der, naja, privaten Seite eben sagen, mal gucken, vielleicht machen wir doch lieber was anderes an so einem Tag. Tatsächlich, wenn wir uns mal den Dow Jones angucken, dann sehen wir, das täte durchaus der Markt gut, mal eine kleine Korrektur wieder zu machen, eine kleine Verschnaufpause. Also hier jetzt der Dow Jones Index beispielsweise, wir sehen nach den Abverkäufen vor dem Wochenende, geht das im Moment gerade so weiter. Also im Moment eine normale, anmutende immer noch, aber eben rückwärtsgerichtete Bewegung. Doch gucken wir uns mal den DAX an, was der so kann. Dann sehen wir, dass der ebenfalls, gucken wir da ruhig auf den Stundenchart, da wird es deutlicher oder sogar ganz auf Tagesbasis, ja eigentlich immer noch in dieser Aufwärtsbewegung ist. Und ein Rücksetzer, wie wir ihn aktuell haben hier, der sollte eigentlich noch gar nicht zur Sorge gereichen, denn das sind noch ganz normale, typische Bewegungsmuster. Im Gegenteil, das kann und würde sich oder wird sich wahrscheinlich heute auch noch ein bisschen fortsetzen. Denn an einem solchen Tag, was soll da an Impuls großartig kommen? Das heißt, wir können davon ausgehen, dass heute so ein bisschen Schiebewurstmarkt passiert. Und das ist vielleicht auch gut so, denn auf was fußt denn eventuell eine starke Bewegung? Die Frage ist, ist das dann ernst gemeint oder ist das jetzt ein Fehler, diese sogenannten erratischen Feiertagskurse? Oder womit müssen wir dann rechnen? Das ist nicht so einfach und deshalb ist es vielleicht ganz gut, wenn wir heute ein bisschen ruhige Kugel schieben, vielleicht im ganz kleinen kurzfristigen Markt ein wenig unterwegs sind, aber jetzt hier nicht zu viel Performance erwarten. Das, wie gesagt, würde sogar auch in das Bild passen. Wir sind jetzt hier ja in einem mehrfachen Hoch, hier auf auf Stundenbasis sehen wir das hier. Seit September waren wir hier jetzt schon mehrmals, seit Mitte September. Das vierte Mal, dass wir jetzt hier angeklopft haben. Bis jetzt ist der Kurs noch nicht durchgekommen. Die Frage ist, schafft er es dann überhaupt? Naja, gut, wenn er es denn so tapfer versucht. Und, wie wir ja auch gesehen haben, mit so viel Schwung, dann wird das wohl früher oder später passieren. Und wenn er davor eben ein bisschen Pause macht, ich kann das nochmal so ungefähr andeuten, dann ist das durchaus normal. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das aktuell eben noch so ein bisschen, das muss jetzt nicht exakt so aussehen, aber in der Korrektur Schose hier mehr oder weniger nach rechts, vielleicht ein bisschen nach unten geht und anschließend dann wieder nach oben. Und dann hätten wir auch wieder unsere klassischen, unsere typischen Muster und könnten hier sogar zur halbwegs Fünffälligkeit nach oben wieder interpretieren. Mit Chancen auf Zielen ungefähr 12.800, 13.000 beispielsweise. Wie geht es dann weiter? Na gut, das müssen wir theoretisch jetzt noch nicht unbedingt festlegen, aber ich vermute, das ist natürlich kein, was bringt das, wenn ich was vermute, aber wir müssen damit rechnen zumindest mal, dass der Kurs, wenn er denn hier oben angekommen ist, tatsächlich mal eine etwas größere Korrektur macht. Also das Stichwort, was wir dazu hätten, wäre eben, naja, diese Bewegung, dass wir die haben, dass die anschließend so irgendwie 50%, ganz grob, sagt man ja typischerweise, wieder zurückläuft und wird dann weiter nach oben gehen. Also die Chancen insgesamt am Markt sind gar nicht so schlecht, allerdings jetzt, für heute explizit nicht jetzt unbedingt die besten für die Long-Seite. Und wir müssen, wie gesagt, mit diesem Rücksetzer hier auf jeden Fall nochmal rechnen, ob das allerdings so passiert, exakt wie ich es jetzt eingezeichnet habe, oder sich ein bisschen noch in die Zukunft verschiebt, das werden wir natürlich dann abwarten müssen. So, aber es gibt ja nicht nur den DAX. Wir haben eben auf den Dow geguckt hier beispielsweise. Wir können auch auf den Dow Jones als Future. Dann haben wir die vorbörslichen Märkte. Da sieht das durchaus ein bisschen praktikabler aus. Wir sind hier ja auch die Abwärtsbewegung hier nach unten. Sieht man hier relativ deutlich. Aber wir sehen ebenfalls hier, dass das so ein bisschen wackelig anmutet hier und dementsprechend eigentlich gute Voraussetzungen für eine Pause eben bietet. Wer unbedingt möchte, der kann natürlich gucken, was gibt es hier für Einstiegsmöglichkeiten. Ich zeichne mal einen Klassiker ein, einfach fürs Auge ein bisschen und warum nicht, vielleicht ergibt sich das sogar noch. Letzte Tief, vorletzte Tief, das Hoch dazwischen, das ist ungefähr auf der 26.900, ganz grob gesehen jetzt hier, das ist der Dezemberkontrakt auf den Dow Jones. Das wäre ein möglicher Trigger hier, um die Long-Seite doch noch jetzt wieder zu fahren. Also warum nicht auch das? Allerdings muss der Kurs dann erst noch mal ein bisschen Gas geben, aber zu Recht, denn er soll uns ja überzeugen. Und ob er jetzt heute die 180 Punkte bis zu dieser Marke noch erreicht, lassen wir uns mal überraschen. Aber das kann ja noch passieren. Ein mustergültiges Vorgehen wäre es allemal.
Gucken wir noch mal einmal auf den Goldkurs, denn der ist ja auch immer so ein bisschen komplementär, aber auf der anderen Seite ja auch richtungsweisend für den Gesamtmarkt, also in dem Fall eben in die Gegenrichtung. Dann sehen wir, dass wir hier immer noch die tolle Aufwärtsbewegung haben. Unsere eigentliche Triggermarke im übergeordneten Bild auf Tagesbasis, die hier bei ungefähr 35, also 1535 ungefähr liegt, oder 36, noch nicht erreicht haben. Und wir da bis dahin eigentlich noch so ein bisschen Fußmarsch vor uns haben. Also solange der Kurs nicht darüber ist, wird hier erstmal nicht wirklich Kaufinteresse auf der großen Ebene getriggert. Im kleinen Bereich kann das durchaus nach oben gehen. Aber auch hier sieht man jetzt im Moment, dass der Markt eher so ein bisschen lustlos nach unten geht, also eher in der Korrekturphase. Ich gehe davon aus, dass das hier in diesem Markt zum Feiertag heute auch nicht groß anders aussieht. Sieht alles sehr dröge aus und nichts Genaues weiß man nicht, aber auf der anderen Seite haben wir beste Voraussetzungen, eigentlich den Feiertag mit der passenden Pause zu überbrücken. Vielleicht zieht die sich auch noch nach morgen hinein, aber dann gegebenenfalls wieder loszuschlagen, wenn der Markt dann wieder Gas gibt. In diesem Sinne, alles Gute für heute und bis zum nächsten Mal.